Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Bestcast. Mein Name ist Kamal und das ist Samir, hi. Das ist die 48. Ausgabe. Wir sind zurück nach einer Woche und haben einige Themen mitgebracht. Diese Woche war ganz okay. Es hat sich etwas ereignet. So könnte eigentlich jede Woche sein, denn wir haben einige Geräte kennengelernt und es gibt einiges Neues. Ja, also ein paar Geräte und ein bisschen News- und Interview-Sachen sind passiert. Fang an. Womit? Womit möchtest du anfangen? Ich würde sagen, fangen mit Tim Cook und Apple an. Ja, Tim Cook ist natürlich eine sehr wichtige Person, wie ihr wisst. Und generell wisst ihr auch, dass Apple-Repräsentanten sehr schwer für Interviews und sowas zu haben sind. Und wenn sie was machen, dann haben sie so ihre eigenen Leute. Recode, The Washington Post oder The Wall Street Journal. Richtig. Und dann sind das aber auch nur so für Tim Cook oder manchmal sind das Greg Josephic und die Jungs halt, ne? Ja, ja, so. Und diesmal ist Tim Cook tatsächlich da gewesen. Er hat einiges zu den Produkten erzählt, aber er ist auch persönlich geworden und das ist so etwas, was gerade in den Medien hin und her fliegt. Ja. Ich denke, es ist nicht erwähnenswert, aber weil es so viele Medien machen, wollte ich nur sagen, ich finde das nicht korrekt. Weißt du, was genau ich meine? Ja. Okay, ich sag's aber trotzdem. Tim Cook, wie die meisten von euch sicherlich wissen, er hat ja, es gab ja die Vermutung, dass er homosexuell ist, was vollkommen okay ist, denn jeder sollte so leben, wie er leben möchte. Ne? Also jeder sollte sich so orientieren, wie er möchte und es sollte niemand geben, der das beurteilt oder sowas. Also soll er machen, was er möchte. Die Vermutung war da, aber diesmal hat er sich im Interview geoutet. Er sagte, ich bin stolz darauf, dass ich schwul bin. Ne? Okay. Hat er sich also offiziell darauf geoutet. Ich finde, er hätte es vielleicht nicht machen sollen. Ja. Weil er ist so ein Mensch, der in allen Medien immer steht und über ihn wird geredet. Und er gibt den Leuten Grund dazu, solche Überschriften zu schreiben. Ich finde, ein Tech-Magazin sollte nicht so eine Überschrift haben oder generell über sowas schreiben, weil was tut da zur Sache, weißt du? Ja, genau, ist egal, was es ist. Ich meine, er verändert den Tim Cook ja nicht, wenn er jetzt Schwuler ist. Deswegen, ich finde es eigentlich, es gehört halt nicht in Tech-Magazin. Genau, also wir haben zum Beispiel auch keinen Artikel geschrieben, wo wir geschrieben haben, Tim Cook sagt dies und jenes, weil ich denke, es gehört sich einfach nicht, sowas über sowas zu schreiben, weil uns beschäftigt einfach die Materie, uns beschäftigt einfach die Sache, wir wollen professionell bleiben und wir wollen nicht eine Überschrift schreiben wie Tim Cook hat das und das gesagt. Das interessiert doch niemanden. Das ist seine eigene Sache und ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde auch wenn ich das sehr toleriere, jeder soll machen, was er möchte, er hätte das einfach nicht sagen sollen vor so vielen Leuten. Stimmt, ihn hat das irgendwie bedrückt oder sowas und er wollte es endlich so freilassen. Okay, dann ist das eine andere Perspektive, aber er muss natürlich damit rechnen, dass er der Oberbabo von Apple ist. Richtig. Und dass jeder über sowas reden wird. Ja, ja, klar. Also eigentlich hätte es einfach lassen sollen. Leb dein Leben, alles ist gut, wenn du glücklich bist, muss ja niemanden wissen, wie und was. Ja. Okay, also wie gesagt, eine kleine Sache ist eigentlich nicht erwähnenswert. Definitiv nicht unsere Sache, aber ich wollte nur sagen, ich finde das nicht gut, wenn so Nachrichtenseiten oder große Tech-Blogs darüber was schreiben. Ne? Aber gut, gehen wir zurück zu unserer Sache, womit wir uns verstehen und uns interessieren für Technologie. Was hat Tim Cook so gesagt zu mir? Also fangen wir erstmal mit Apple Pay was an. Apple Pay ist Apples proprietärer Bezahldienst, der seit Montag ungefähr 2 Wochen, also wenn ihr morgen diesen Bestcast, am Sonntag diesen Bestcast seht, dann ist es morgen, Montag, 2 Wochen her, dass Apple Pay in den USA gestartet ist. Richtig. Und er hat dann erzählt, dass in den ersten 3 Tagen die mehr als 1 Million Kreditkarten aktiviert worden sind. Also die haben sozusagen 1 Million Leute haben sozusagen bei Apple Pay angemeldet. Also in weniger als 72 Stunden haben wir mehr als 1 Million Kreditkartenaktivierungen über Apple Pay. Und dazu muss man sagen, Apple Pay ist nur verfügbar für iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Weitere Geräte werden zum Beispiel Apple Watch sein, die wir 2015 sehen. Die iPads, die neuen, die scheinen Apple Pay nicht in vollem Umfang zu unterstützen. Also sowas wie Bezahlvorgänge über Online-Shops und über Apps, das wird alles da sein. Ja. Aber so dieses Tap to Pay, das ist nicht verfügbar. Ja, und ich meine, ich finde es okay. Ich meine, ich will auch nie mit meinem iPad da irgendwo an. Das ist genauso blöd wie Fotos machen. Richtig. Ich denke, es ist eine gute Zahl. Mehr als 1 Million ist definitiv eine sehr ausschlaggebende Zahl. Ich kann mich daran erinnern, wir sind jetzt seit 6 Jahren in dieser Branche und ich kann mich daran erinnern, als wir ganz, ganz früh schon begonnen haben, da gab es immer irgendwelche Leute, die es entweder Samir oder mich dazu eingeladen haben, mobiles Bezahlsystem uns anzugucken. Ich nenne einfach mal Namen. Telefonica, BlackBerry, O2, Vodafone, Telekom. Es gibt immer irgendwelche Leute, die das wollten und durchsetzen wollten. Es hat einfach nicht geklappt. Ja. Die Lösungen waren einfach echt nicht optimal.
Und das ist gescheitert. Es ist immer gescheitert. Genau. Aber wenn jetzt so ein Apple herkommt und das ankündigt und das einführt und bam, 1 Million an Zahlen, dann siehst du schon, okay, irgendwas machen die da richtig und hoffentlich bauen sie da irgendwie Motivation für alle anderen auf, sodass man vielleicht auch irgendwelche andere Sachen. Ja, also man sieht hier halt, dass Apple es irgendwie doch jetzt hinkriegt. Ich meine, wahrscheinlich ist mit den 1 Million Kreditkarten, das ist wahrscheinlich das Größte, was überhaupt irgendein Mobile-Payment-System geschafft hat. Also in dieser kurzen Zeit. Halt. Ich meine, Android-Nutzer versuchen das ja schon seit Jahreszeiten, genau. Ehrlich gesagt schon. Richtig. Und Apple macht das innerhalb von 3 Tagen. Ja. Ich meine, da sieht man, irgendwas machen die richtig. Ja, welche Marktmacht die haben oder sowas. Zum Beispiel auch. Und das Gute ist ja aber auch, wenn ein Hersteller es hinkriegt, das irgendwie an allen Normalos halt zu zeigen, hey, ihr könnt mit eurem Telefon bezahlen, dann können jetzt andere Hersteller kommen und sagen, hey, das könnt ihr auch mit uns, mit eurem Android-Gerät oder eurem Windows Phone-Gerät auch machen. Ihr müsst dann natürlich diese eine App installieren oder dieses ein Telefon kaufen. Dann geht's auch. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass Apples langsam das Thema Mainstream macht. Ja, das stimmt. Apple, natürlich wissen wir, mobiles Bezahlen hat Apple nicht erfunden, aber Apple macht das so, 2, 3 Sachen machen die da richtig, weswegen sie den ganzen Markt so forcieren können oder das Thema nach vorne bringen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es in Deutschland sein wird. Wir sind hier sehr konservativ, was Bezahlen angeht, ja. Und vor allem Mobile bezahlen, weil wir datenschutzrechtlich immer so, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Ist ja auch alles richtig, deswegen sind wir auch eines der führenden Länder auf der Welt, unter anderem finde ich, weil wir eine sehr starke Bürokratie haben. Aber trotzdem dürfen wir nicht diesen Schritt wagen und sagen, okay, wir wollen Technologie nicht nach vorne lassen, weil wir vielleicht Angst haben oder sowas. Wir müssen schon offener sein, finde ich. Ja, ja, klar. Nein, sollten wir. Ich meine, in Deutschland ist sowieso so ein schwieriges Land, halt, wenn es um Bezahlen sowieso geht. Ich meine, Deutschland, wir zahlen immer bar, alles. Ja. Ist so, ich meine, weil du das Geld in den Händen hast, du hast das Gefühl von Bezahlen. Genau. Du hast diese Hemmschwelle nicht. Richtig, das erstmal. Und ich habe es ja von vielen auch anderen gehört, viele wollen einfach nicht, dass man weiß, wo sie überhaupt eingekauft haben. Ja, okay. Weil wenn sie bar zahlen, ist das halt so anonym ein bisschen. Ne? Mhm. Man weiß ja nicht, wo habe ich das Geld ausgegeben. Das ist halt die Sache. Ich bin gespannt, wenn Apple Pay nach Deutschland kommt. Ich denke, es kommt definitiv, weil Apple wird es durchsetzen. Haben sie auch immer was gemacht. Es dauert nur vielleicht etwas. Aber die Banken scheinen sehr interessiert zu sein. Sparkassen und sowas. Ja. Let's see. Ne? Ja. Was hast du noch? Dann habe ich noch Apple Watch. Tim Cook hat ein bisschen erzählt, was die Apple Watch kann und was ein bisschen etwas enttäuschend ist. Er hat gesagt, die Apple Watch hält so über den Tag. Hast du was anderes erwartet? Schon ein bisschen. Also okay. Von denen mindestens mal jetzt. Also du siehst ja, wie das Gehäuse ist, dass es schon etwas dicker ist. Natürlich hat man da gedacht, oh, vielleicht ist es ein dickerer Akku oder sowas, aber eine Zeit gab es nicht. Aber ganz ehrlich, was erwartest du von so einem Farbdisplay und so einem starken Prozessor? Naja, es soll am Ende ja eine Uhr sein. Und Uhr ist, sag ich mal, soll auf meinem Armband das zufälligste Gerät sein, worauf ich zählen kann und sagen kann, okay, meine Uhr funktioniert da immer noch. Und nicht genau dieses Ding gibt nach 10 Stunden auf. Ja. Und wenn ich, sage ich mal, wirklich einen langen Tag habe oder 24 Stunden passt, das stimmt. Und wenn meine Uhr nicht funktioniert, habe ich wirklich ein totes Gerät im Arm. Ich hätte es mir auch gewünscht, ehrlich gesagt, wenn. Also mindestens zwei. Zwei, drei Tage wollte ich auch schon ungefähr, ehrlich gesagt. So 3 Tage soll es sein. Ja, 3 Tage wollte ich auch. Aber eineinhalb oder ein Tag, das ist so, nein. Das ist halt jeden Tag aufladen. Ja. Sowieso und. Dann einmal lädst du es nicht auf und nächsten Tag hast du eine tote Uhr, genau. Wo du noch nicht mal die Uhrzeit nachgucken kannst. Genau, das ist die Sache. Das finde ich einfach, das muss einfach verbessern. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass Apple das richtig löst. Genau, haben sie es aber leider auch nicht. Vielleicht löst die HTC richtig. Mal schauen. Ja. Was war's so, Apple Watch? Ja, das war's. Und er hat noch was zu iPhone gesagt, dass das das Produkt einfach sehr gut sich verkauft, halt das iPhone 6 ja, und 6 Plus. Das aber ist ja klar. Genau. 10 Millionen Geräte in den ersten paar Tagen. Apple Watch wollte ich noch kurz hinzufügen, für diejenigen, die nicht wissen, wie das Teil aufzuladen ist. Es lässt sich induktiv aufladen über so eine kleine Schnalle. Also der Aufladeprozess ist einfach, aber naja. Es muss aufgeladen werden. Das ist nicht unumgehbar. Ja. Okay, Apple. Samir, hast du noch was? Zu Apple nicht mehr. Aber diese Interviewreihe, wo genau. Tim Cook da war von WSJ Digital, da war auch die YouTube-CEO und sie sagte etwas ganz Interessantes, was gar nicht mehr so uninteressant ist, ehrlich gesagt, oder unwichtig. Sie sagte, YouTube bereitet sich auf den Music-Streaming-Dienst vor.
Hörst du Musik über YouTube? Legal oder illegal, Samir? Ich benutze Spotify, aber ja, ich höre Musik auch über YouTube. Was sind das für Musiktitel, die du da hörst? Irgendwas, was irgendwo auf Facebook ein Link gelandet und dann klickt man es an und man hört das. Ah, okay. Also offiziell geht es darum, oder es geht darum, dass YouTube schon seit längerem versucht, einen Musikservice von YouTube anzubieten, natürlich kostenpflichtig. Aber die haben halt also ein, zwei Schwierigkeiten und wollen sie natürlich von der konzernübergreifenden Dienst Google Play Music stark abheben, weil ihr wisst ja, YouTube gehört zu Google und Google hat Google Play Music und für 9,99 € oder je nachdem, wo man damals gestartet hat, hat man All-Inclusive und man kann so viel Musik hören, wie man möchte, plus man kann 20.000 Musiktitel hochladen, das aber kostenfrei. Was an sich schon sehr gut ist, weil ich nutze Google Play Music, ehrlich gesagt, und ich finde es toll. Aber die Frage ist, wie würde sich YouTube-Service abheben davon? Ich sag's dir. Sag. Mit Videos. Oh, ich glaube, das habe ich gar nicht erwartet. Natürlich, ich weiß. Ja. Also ich weiß, ganz ehrlich, ich wüsste jetzt keinen Grund, wieso ich den YouTube-Abo, sagen wir so, den gibt's jetzt schon, wieso ich den nehmen würde und nicht einfach ein Play-Music-Abo, weil... Du hättest von YouTube, soweit ich das verstanden habe, sie hat natürlich keine Details genannt, keinen Namen und keine Verfügbarkeit, weder noch Preise. Sie meinte nur, es werden mehrere Preissegmente geben. Aber eines der Alleinstellungsmerkmale, die sie genannt hat, war, dass neben einem ganz normalen Music-Streaming-Service auch so andere Angebote angeboten werden, sowas wie Konzertmitschnitte und sowas. Ah, okay. Also kannst du dir vorstellen, dass YouTube da professionell hingeht und da wirklich Aufnahmen macht und die dann halt zur Verfügung stellt. Okay, oder man es anbietet, dass man live von zu Hause aus vielleicht sowas mitverfolgen kann. Oder sowas, was eigentlich ein Mehrwert ist. Ich denke, für mich spielt das keine Rolle, weil ich nicht so sehr in der Materie Musik drin bin. Ich höre zwar Musik, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die sehr, sehr enthusiastisch dabei sind, dass die sagen, Alter, ich schaff's nicht zum Konzert, aber wie cool wäre es, wenn ich es nachsehen oder am besten direkt live sehen könnte. Ja, klar, deswegen. Und ich meine, und YouTube, Google wird halt dafür dann sorgen, dass man Equipment, Infrastruktur hat. Und genau, so. Dass es Sound gut ist, Bildübertragung gut ist. Wie ist es mit euch? Wollt ihr hier, natürlich seid ihr auf YouTube und ich denke mal, wir sprechen euch direkt an. Ist YouTube so wichtig? Könnte YouTube dementsprechend anbieten? Ja, also mich ist auch meine Szene, weil ich für mich ist es wirklich auch kein Mehrwert für mich. Also mir reicht es aktuell YouTube jetzt so aus. Ja. Next. Dann kommen wir zu zwei neuen Smartphones und danach kommen wir, glaube ich, zu zwei weiteren Smartphones, aber kommen wir zu der SN zwei anderen Smartphones. Gemeinsamkeit, Fun Fact, alle vier kommen aus China. Wir sprechen über Oppo. Oppo ist ein Smartphone-Hersteller, einer der Hersteller, der aktuell sehr stark steigt, weil Oppo sehr starke Produkte hat, zu sehr günstigen Preisen. Sie haben nicht zu einem Marken... Präsenz hier in Deutschland. Fragst du vor dem Apple Store jemanden hier in Hamburg, kennst du Oppo, würden sie sagen, nee. Nein, ich meine, wenn ich sogar vom Saturn oder irgendwo anders erkenne, die wahrscheinlich nicht. Du hast verstanden, was ich meinte, ne? Ja. Also Oppo ist natürlich jemand, der auch Blu-ray und sowas herstellt, aber Smartphones technisch kennst du halt, glaube ich, niemand. Ja. Nur so die Nerds, die wissen ganz genau, wo das zu bekommen ist und so. Und Oppo hat zwei neue Smartphones gezeigt. Genau, die haben das Oppo N3 und Oppo R5 gezeigt. Ja, aber für diejenigen, die sich mit Oppo überhaupt nicht beschäftigen, Oppo hat mehrere Smartphone-Reihen. R-Telefone sind meistens so die dünnsten, die schlanksten Smartphones. Find-Telefone sind die innovativsten Smartphones. Und N-Telefone sind spezielle Kameratelefone. Richtig. Und das N3 ist halt ein Telefon mit einer 16-Megapixel-Kamera, die sich halt mit einem Motor... halt rotieren lässt, dass man ja, also es ist nur eine Kamera, die man einfach halt Klick rotieren kann, dann ist sie auch die Frontkamera und auch die Sekundärkamera. Genau. Oppo hat letztes Jahr ein sogenanntes Oppo N1 vorgestellt. Das hatte, wie es mir gerade gesagt hat, eine Kamera, aber damals waren es 13 Megapixel und die Kamera ließ sich schwenken, vorne und hinten. Man hat also vorne 13 Megapixel, hinten 13 Megapixel. Ich war nicht so begeistert davon, weil ich Mechanik in Smartphones nicht mag. Und was die jetzt gemacht haben mit dem Next-Level-Smartphone, das nennt sich Oppo N3, der Schwenkmechanismus, der kann vom Nutzer selbst bewegt werden, aber auch vom System selbst, weil er motorisiert ist. Genau.
Ansonsten ist das ein ganz normales Smartphone, 5,5 Zoll Full HD Display, QSD 800 Prozessor, die selber sagen QSD 801, aber weil der Prozessor MSM 8974 AA ist, ist das eigentlich ein QSD 800 mit 2 GB RAM, 32 GB Speicher, 128 erweiterbar und 3000 mAh. Genau. Und hinten hat er so eine Touchfläche, damit man halt das Telefon mit einer Hand bedienen kann, obwohl man, also 5,5 Zoll sind ja riesig. Ja, ja. Wollte ich nur mal sagen. Ja, ja, ist klar. 5,5 Zoll ist schon klar. Und das R5 ist halt, was ist so ein Sag doch. N3 kommt für 650 US-Dollar nach China und irgendwann kommt es auch nach Deutschland. Genau, und das R5 ist halt das dünnste Telefon, ich glaube, aktuell wirklich auf dem Markt mit 4,85 mm. Bandgate kommt. Das habe ich auch gesehen. Vielleicht versuchen das die Leute ja, aber Oppo hat das sehr klar deklariert, dass sie einen extra starken Rahmen verwendet haben, okay, damit gerade sowas nicht passiert. Ich glaube, sie haben sich schon der Zeit jetzt orientiert und das sehr klar deklarieren wollen, dass sowas nicht passieren kann. Aber wer weiß, lass uns irgendwann sehen, wenn die Geräte da sind. Wir machen es nicht, aber wenn es irgendjemand machen will, dann macht das. Genau, und als Specs-mäßig ist das ein 5,2 Zoll Gerät mit einem AMOLED-Bildschirm und kommt mit einem Snapdragon 615, ein Octa-Core-Prozessor. Genau. Und 2000 mAh Akku. Das Wichtigste ist halt, wie gesagt, es ist das dünnste Smartphone der Welt aktuell. Erst vor kurzem hatten wir einen Rekord mit 5, etwas und jetzt mit 4,85. Und du sagtest letztens, es gibt einen anderen Hersteller, der ist schon bei 3. Irgendwie. Ja, ich habe irgendwo letztens noch was von 3, irgendwas gelesen. Ich weiß nicht, ob das in Entwicklung war oder so. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber aktuell nach dem Status ist es Oppo. Und vielleicht kommt bald was mit 3. Was wollt ihr eigentlich mit solchen dünnen Smartphones? Ich weiß auch nicht. Also wollt ihr Obst und Gemüse schneiden? So mit dem Telefon. Das wäre doch cool. Telefon auch als Messer, wenn man zwar. Ja, dann lieber ein Xperia, weil du es abwaschen kannst. nee, aber das sind eigentlich die Telefone. N3, schwenkbare Kamera, 16 Megapixel und R5, das dünnste Smartphone der Welt von Oppo. Preis 490 US-Dollar. Auch das soll irgendwann nach Deutschland kommen. Beide Telefone lassen sich über Quick Charge 2.0 über Qualcomms eigene Technik schnell aufladen, also 15 Minuten irgendwas, also auf jeden Fall 45 Minuten 75%. Genau, Quick Charge 2.0. 15 Minuten habe ich verwirrt mit einem anderen Gerät gerade, tut mir leid. Ja. Sorry. Oh, sorry. Die nächsten zwei Telefone, Samir. Die zwei Telefone kommen von Huawei. Das ist das Honor. Das darf man nicht so sagen. Ja, okay, Huawei. Das darf man auch nicht sagen. Ich meine jetzt nicht, wie du es ausgesprochen hast. Also offensichtlich haben wir hier einen Markenkonflikt. Stimmt. Ich weiß, was verstehst du, was ich jetzt meine? Ja, eigentlich ist das ein Honor 6. Ja, was ganz komisch ist, weil wer ist der Hersteller? Huawei, aber darfst du nicht sagen. Also, es gibt ein Huawei kennt ihr alle, ja, die stellen ja die Ascent-Telefone her, Ascent P6, Ascent P7, teilweise auch einmal das dünnste Smartphone der Welt, Ascent P6. Mit 6,18 mm. Und jetzt hat Huawei gesagt, okay, wir sehen da... Darfst du nicht sagen? Ja, ich sage dir nur deine Strategie. Huawei hat gesagt, wir sehen da so einen aufstrebenden Markt und wir wollen quasi diesen Markt direkt bedienen, ohne Zwischenmann. Das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen, dass die Telefone direkt verkaufen, nicht über irgendwelche Händler oder sowas. Und diese Marke, die ist getrennt von den sogenannten Huawei-Telefonen oder Ascent-Telefonen. Huawei Honor gibt es in China als Telefone, aber Honor an sich gibt es nur in Deutschland als komplett abgetrennte Marke quasi. Genau. Also das Telefon heißt nicht Huawei Honor 6, es heißt nur Honor 6. Genau, Honor 6 heißt also das. Also Honor ist die Marke dahinter, so Honor. Ja. Honor ist quasi der Hersteller, Honor ist quasi die Marke, genau. Honor ist quasi das Telefon und 6 ist die Modellbezeichnung. Huawei selbst hat gesagt, versteht das so, als wäre es BMW und Mini. Mini, wisst ihr, ja, gehört zum BMW, zu der BMW Group und BMW sind aber eigene Autos der BMW Group und man möchte also sagen, wir haben hier unsere BMWs, das sind die Ascent-Geräte, Ascent Mate 7 zum Beispiel, das kürzlich vorgestellte Telefon und Honor sind die Mini-Geräte. Okay. Was hat das jetzt? Preis-Leistungstechnisch sehr gut. Ja. 299. Technische Daten? Technische Daten ist es ein 5 Zoll Gerät mit einem 1080p, also Full HD Bildschirm. Wir haben einen High Silicon Kirin Prozessor 920, also ein Octa-Core Prozessor drin. Der ist niveaumäßig, für diejenigen, die sowas als erstes das erste Mal hören, ist er niveaumäßig auf einen QSD 800. Ja. 3 GB RAM,
16 GB Speicher und halt eine 13 Megapixel Kamera. Und 5 Megapixel als Frontcam. Und die Verarbeitung scheint sehr, sehr solide zu sein. Ja. Sehr, sehr solide. Und 290 ist kein schlechter Preis. Man sagt zwar immer UVP 290, aber ich glaube, das ist schon festgebunden. Ja, ja. Da kommt nichts mehr dazwischen. Nee, vor allem, weil die direkt vertrieben werden, die Geräte. Genau. Also ich meine, wenn man jetzt die Specs sich einmal anhört. Ist ein 8er Prozessor. Ja. Also ein leistungsstarker Prozessor ist drin. Du hast eine gute 13 Megapixel Kamera, 3100 mAh Akku und das für 299. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ich meine, 5 Zoll und Full HD ist okay. Damit kann man ganz gut leben. Das Betriebssystem ist KitKat und die Oberfläche ist Huawei Emotion UI, wobei sie auch dazu nur noch Emotion UI sagen. Genau. Dann hat aber Huawei, oder sagen wir mal, die Marke Honor hat noch ein weiteres Gerät vorgestellt, nämlich Honor 3C. So genau, nicht? 3C. Genau. Das scheint ein Preisbrecher zu sein. Ja, genau. Es ist eigentlich ein 5 Zoll Gerät mit einem 27P, kommt mit einem MediaTek Prozessor. So ein Quad-Core MediaTek-Prozessor, 2 GB RAM und soll, also kostet 140 Euro. Das ist nicht schlecht. 140 genau. Euro für ein 2 GB RAM-Gerät. Ja. 5 Zoll, 8 Megapixel. Megapixel. Genau. Also eigentlich vom Specs her ist es 140 Euro, finde ich eigentlich sehr gut für so ein Gerät. Ja, auch das ist die UVP, die sich nicht wegradieren lässt nach dem Motto, hier hast du den Straßenpreis von 119 Euro oder so. Weil auch hier ist direkt wieder. Genau. Wegen dem Direktvertrieb, also wird es 140 Euro kosten. Ich finde es nicht schlecht dafür. Das ist, ich meine, du kriegst halt, ich weiß nicht, was kriegt man denn für 150 Euro? Ich meine, neue Geräte kriegst du bestimmt nicht so in der Specs-Klasse. Mono G ist 199 Euro. Genau, das ist, spielt aber so ein bisschen in derselben Liga mit. Ja, wobei das technisch besser ist, weil es Cut hat. Cut 6 hat es, glaube ich. Ja, Cut 6 hat es. Ja, es ist aber, ich meine, für die Leute, die so ein günstiges kaufen, wahrscheinlich egal. Ja gut, das ist aber für den Netzanbieter ehrlich gesagt nicht egal. Aber das soll ja erstmal direkt vertrieben werden. Ja, ja, deswegen. Also ich muss sagen, guter Preis, was Honor anbietet dafür. Ich bin gespannt, wie sie jetzt mal mit dieser Marke kommen wollen. Weil ich meine, Huawei ist ja jetzt bei uns nicht so die Marke, die vielleicht jedem bekannt ist. Ja, aber sie haben sich gebessert über die Jahre. Jetzt meine ich ja, das meine ich, die sind jetzt viel besser geworden. Honor ist ja für die Leute wieder, wer ist Honor? Das ist ja wichtig. Ja, die müssen jetzt von vorne anfangen. Ich bin gespannt, wie es sich halt, wie die viele Geräte die verkaufen. Das stimmt. Da hat er mir absolut recht. Genau die gleiche Denkweise habe ich auch. Endlich, würde ich sagen. Was ist endlich? Microsoft hat sein erstes Wearable vorgestellt. Und es ist keine Smartwatch, hat aber die Eigenschaften einer Smartwatch. Und es nennt sich Microsoft Band. Genau. Microsoft Band ist an sich, also es ist ein Fitness-Tracker, also Fitnessgerät. Optisch sieht so aus wie die Gear Fit von Samsung Electronics. Ja, stimmt. Sieht eigentlich also die gleiche aus. Display-Auflösung, irgendwas mit 300x106 oder sowas. 320x106. Ja, glaube ich. Ja, 106. 106, ja. Ja. Es ist eigentlich halt ein Fitness-Tracker. Kann Schritte zählen, laufen, Schlafphasen, alles mögliche. Also was halt so ein Fitness-Tracker macht. Was das halt zusätzlich noch kann, ist Benachrichtigungen auf das Gerät weiterleiten, also für Windows Phone. Das funktioniert aktuell über Cortana-Benachrichtigungen. Da ist ja auch ein Mikrofon drin. In dem Teil, genau. Ja. Das meine ich. Also es ist die Cortana-Steuerung, die man über das Gerät vornehmen kann. Also heißt, wenn zum Beispiel halt irgendwie Cortana sagt, du musst jetzt vielleicht los, damit du pünktlich zur Arbeit kommst, diese Benachrichtigung wird dann auf dein Microsoft-Band übertragen werden. Was in Deutschland ja nicht funktioniert, weil Cortana noch nicht verfügbar ist. Genau, genau. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, okay, lies mir meine Nachrichten vor und dann liest du das vor, aber es funktioniert aber nicht nur mit Windows Phone, sondern auch mit iOS und mit Android. Die Apps stehen sogar alle bereit, aber jetzt die Hardware, 199 Euro, ist halt ein Fitness-Tracker mit Smartwatch-Eigenschaften und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Die Bedienung ist wie bei einem Windows Phone über Live-Tiles. Punkt. Aber jetzt kommt das Verrückte. Wir bewegen uns langsam in einer Zeit, ne? Wo wir von Smartphones auf Wearables umsteigen. Richtig. Aber was sehen wir da? Wir haben drei verschiedene Ökosysteme. Genau. Und jetzt haben wir das große Problem. Wir haben Apple Health. Wir haben Google Fit. Das ist Googles Version von Apple. Ja. Und jetzt kommt Microsoft mit Microsoft Health. Richtig. Und das Microsoft Band ist gekoppelt an Microsoft Health. Genau. Also jetzt ist es sozusagen, wenn man das Apple-Ökosystem benutzt, dann wirst du an HealthKit gekoppelt. Android an Google Fit gekoppelt. Windows Phone und Microsoft will das hier anders machen. Das heißt, zwei Jahre lang nutze ich ein schönes Android-Smartphone, bin zufrieden, meine Vertragsverlängerung steht an,
Und ich sage, hey, weißt du was, ich probiere mal was anderes aus und hole mir lieber so ein Lumia 1030. Okay. Oder ich sage, nein, alle haben jetzt wieder mittlerweile ein iPhone, ich nehme mir ein iPhone 7 und, oder ich meine ein iPhone 6 S, meine ich, nehme ich mir dann. Was ist mit meinen Daten, die ich auf Google hatte? Die bleiben aktuell nach aktuellem Stand bei Google, weil Google bietet aktuell keine Möglichkeit an, iPhone-Geräte zu steuern und Windows Phone wahrscheinlich nie. Selbst wenn es Entwickler gibt, die sagen, ey, das finden wir voll scheiße, wir machen das jetzt. Die Daten lassen sich nicht eins zu eins in ein anderes System integrieren, weil das ganz andere Meta-Angaben sind. Ja, also es ist sehr schwierig, sowas zu machen. Also muss eigentlich Google selbst machen, wenn dann. Das ist wichtig, damit es richtig funktioniert. Das machen sie ja nicht. Genau. Das macht keiner, weil niemand gibt seine Sachen von seinem Ökosystem frei für ein anderes. Dann laufen die Leute ja frei dahin. Genau. Es sei denn, man möchte Leute adaptieren. Aber das hat Google nicht nötig. Google hat es überhaupt nicht nötig. Wer es nötig hat, ist Microsoft. Ja. Microsoft hat schon mal solche Sachen gemacht nach dem Motto, hier habt ihr unsere iPhone-Portierungssoftware, all eure iPhone-Daten kommen auf unserem Windows Phone und dann habt ihr unser Windows Phone und seid glücklich. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass sie auch da was sagen, aber Apple ist ja nicht blöd. Apple gibt ja die Daten von Apple Health nicht frei. Genau. Da gibt es ja Schnittstellen, die nach innen Daten lesen, also sowas wie, sagen wir mal, Fitbit ist soweit. Ne? Ja. Aber du kannst ja keine Apple Health-Daten lesen und nein, in ein anderes System einspeisen. Also Apple Health kann Daten von anderen Systemen importieren, du kannst aber Daten von Apple, also HealthKit, nicht exportieren. Das wäre dann das Schlimmste, was auch sicherheitsmäßig wäre, das was Schlimmeres. Genau, wenn eine App irgendwie angeht und sagt, gucken wir mal, was du über die 2 Jahre oder die letzten Monate getrieben hast. Das meine ich nämlich. Ne? Jetzt sind wir jetzt nun da und langsam kommt der Wearable-Markt und ihr seht, es wird immer stärker und stärker. Täglich sehen wir schon Produkte, die wir physisch mit uns tragen müssen, damit dann halt in der Cloud alles funktioniert. Apple ist bald soweit, mit unter anderem der Apple-eigenen Uhr. Aber für diejenigen, die andere Produkte nutzen, freie Produkte nutzen, die können natürlich dann auch die Apple-eigenen Systeme nutzen, weil die Schnittstellen da sind. Die werden aber dann nicht auf Google übertragen, wenn man sagt, okay, ich habe ein Android und ich habe ein iPhone. Das geht nicht. Genau. Weil du diese eine Hardware, zum Beispiel so ein Fitbit Search, kannst du nur mit einem Smartphone verbinden. Richtig. Du kannst zwar hin und her schwenken, aber die Daten werden nicht untereinander gespiegelt. Ja, ja, genau. Also die werden halt auf Fitbit gespiegelt, aber nicht mit dem, sozusagen mein zentraler Ort, den ja jetzt Google oder iPhone anbieten, mit HealthKit und Google. Ich sehe da viele Probleme, ehrlich gesagt. Also da wird es nicht. Genau, ich sehe da echt viele Probleme. Und genau das ist die Sache, was Microsoft versuchen will zu ändern. Microsoft sagt, unseres Microsoft Health, das könnt ihr, ist sozusagen offengelegt, das können sich andere Entwickler anzapfen und ihr könnt auch eine Android-App schreiben, die auf Microsoft Health basiert oder eine iOS-App. Das wollen gut, die haben ja eigene Microsoft Health für Android und für iPhone veröffentlicht, genau. Auch zuzüglich zu Microsoft Band für die Geräte. Aber ja, ich meine, Google und Apple, die geben da nicht, lassen da nicht locker. Nein, nein, das nicht. Also da müsste Microsoft eigentlich nur hoffen, dass Fitbit, Jawbone, Runtastic und ich weiß nicht, noch andere. Aber das sind so die gängigen. Genau, die gängigen, dass die halt anbieten, dass die Daten auf Microsoft Health übertragen und dass man auf sein Android-Gerät, auch wenn man kein Microsoft Band hat, Microsoft Health installiert und nebenbei noch die Jawbone-App oder die Fitbit-App. Und Fitbit überträgt seine Daten noch zu Microsoft. Das, Digga, das hört sich so verrückt an. Ich drehe schon jetzt durch bei sowas. Aber das ist die Idee, die Microsoft versucht durchzusetzen. Es wird sehr schwierig. Und ich bin gespannt, ob überhaupt Leute, ob Microsoft du bei sowas vertrauen und installieren. Weil wenn ich ein Android-Gerät habe, sage ich doch, so, wenn ich es machen will, dann will ich es richtig haben, dann nehme ich halt die native App. Das ist Google Fit. Ja, wenn Google Fit. Und wenn ich iPhone bin, nehme ich halt die native App, Health. Auf Windows Phone würde ich natürlich halt Microsoft Health nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das anders mache. Ja, das ist ja die Sache, aber ich meine, was machst du, wenn du nach 2 Jahren auf ein System wechseln machst? Wenn ich direkt Microsoft Health benutze und Microsoft Health sie durchsetzt, dann könnte ich ja meine Daten übertragen. Dann was, wenn nicht, Alter? Wenn nicht, dann fange ich schon vorne an. 2 Jahre lang Fitness gemacht, kein Mensch weiß das von mir. Nein, dann gibt es einfache Lösungen. Ich bleibe bei dem Hersteller und kaufe immer weiter nur dieses ein Telefon. Ja, darum geht es ja. Das ist ja das, was zu kritisieren ist. Genau. Dass sie dich festnageln wollen. Ja. Okay. Also, Microsoft Band, Microsoft Health, habt ihr mitbekommen, das dritte Ökosystem baut sich weiter stärker auf. Ja. Was ist mit dem Thema oder was? Das war es eigentlich mit dem Thema. Wir können kurz zu Motorola was sagen. Ja, ich glaube, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Motorola, das ja eigentlich am Anfang des Jahres
zu Lenovo gehen sollte, weil es Google verkauft hat an Lenovo, ist jetzt offiziell abgeschlossen. Motorola ist also jetzt ein Lenovo-Unternehmen, bleibt nach wie vor in Chicago in den USA, hat so 3.500 Mitarbeiter, die rübergehen. 2.800 davon sind alleine in den USA. In Deutschland haben wir natürlich Motorola auch, was jetzt aber nicht primär irgendwie eine Forschung und Entwicklung macht, sondern halt eher für Verkauf und Vertrieb, Vermarktung und sowas zuständig ist. Aber ja, das soll man gehört haben, Motorola ist jetzt ein Lenovo-Unternehmen. Genau, also Motorola-Motto heißt jetzt, Logo steht a Lenovo Company und nicht mehr Google Company. Ja, das heißt sofortige Upgrades. A Downgrades von den ganzen Software-Updates auf, ich weiß nicht, Jelly Bean runter. Statt Upgrades gibt es jetzt nur noch Downgrades. War nur Spaß. Nein, Spaß. Motorola, ich mag echt Motorola. Pass auf, was du über Motorola sagst. Du hast es angefangen, Mann. Ich mag Motorola. Ja, okay. Das waren eigentlich also die Themen. Samir sagt, er hat noch einige Fragen. Wollen wir die Voice-Fragen heute machen? Ja, würde ich sagen, ne? Okay, dann spiel ab. Hi Samir, hi Kamal, hier ist Benny. Erstmal ein Lob für eure gute, engagierte Arbeit. Zur Frage, mich würde interessieren, was die Vorteile und Unterschiede zwischen dem Nexus Player und dem Chromecast sind, außer der Fernbedienung und Controller. Und werden beide Geräte weiterhin und vertrieben oder wird der Chromecast fallen gelassen und der Support läuft aus? Danke. Ja, Benny hat eine Frage gestellt. Danke erstmal, dass du eine Frage eingereicht hast. Du hast einen Chromecast zu Hause. Genau. Und Nexus Player. Die Unterschiede an sich ist es eigentlich, Nexus Player ist, sagen wir so, es soll eigentlich eine Konsole für dein Wohnzimmer sein. Halt, weil da läuft halt Android drauf und man kann einen Controller kaufen. Chromecast ist eigentlich nur ein Gerät, was also von sich selbst aus nichts machen kann. Du musst bei Chromecast halt immer irgendwie mit deinem Telefon irgendwas darauf setzen und sagen, hey, tu das, spiel das ab oder mach das. Also es arbeitet halt nicht selbstständig. Nexus Player kann das dafür. Nexus Player kannst du einfach mit einem ganz normalen Controller, also ich meine jetzt nicht den Spielecontroller, sondern einfach den zum Bedienung, den Controller, einfach irgendwelche Videos anspielen, YouTube-App installieren oder andere Sachen machen. Also es ist so ein bisschen mehr dein, ich weiß nicht, dein Fernseher smarter machen. Ja. Aber nicht, Chromecast ist halt nur die Fernsteuerung beim Telefon, würde ich sagen. Mhm. Ich hab beides nicht. Nexus Player gibt es ja auch gar nicht. Ich habe es aber auch so verstanden, Chromecast ist eher so ein Gateway, wo du deinem Smartphone sagst, übertrag die Quelldatei an meinen Chromecast und dann zieht er sich die oder zeigt er das alles an. Oder du streamst deinen Bildschirm auf deinen Fernseher, was überall mittlerweile jetzt geht. Und Nexus Player ist was Eigenständiges, was nicht jetzt, was mit der Cloud kommuniziert, was halt richtige Hardware ist. Ja, genau. Mit auch Hardware, auch Specs-mäßig. Ne? Ich meine, da läuft ein Intel-Prozessor, ein Dual-Core-Prozessor, glaube ich. Genau, Spiele werden sofort auf das Gerät selbst abgespielt und nicht gestreamt und abgespiegelt oder gespiegelt, sondern das passiert quasi auf der Hardware. Genau, und der Chromecast wird wahrscheinlich auch nicht abgesetzt. Es gab es in der FCC, wurde für, glaube ich, für 3 Wochen mal ein abgeredeter Chromecast mal geleakt. Okay. FCC ist die amerikanische Agentur oder Behörde für Telekommunikation. Genau, da gab es mal ein Bild davon. Also ich glaube, den upgraden die auch nur. Der wird wahrscheinlich einfach nur ein Upgrade kriegen. In ja, jetzt Sinn. Wo Amazon schon was Eigenständiges angekündigt hat, Google lässt das nicht in Ruhe. Ja, ja, also die haben ja mit dem Fire TV Stick, was er jetzt meint, gibt schon Amazon sozusagen genau das Konkurrenzprodukt, was eine Mischung aus Nexus Player und ein Chromecast ist. Ja. Also es hat internen Speicher und kann auch eigenständig arbeiten. Next question. Hey, liebes Best Boys Team. Seid echt cool und ich habe jetzt jede Folge eurer Sendung gesehen und mir macht es immer noch Spaß, euch zuzuschauen. Nun zu meiner Frage. HTC hat ja mal angekündigt, Qualcomm QuickCharge 2.0 zu unterstützen und dazu ein Ladegerät rauszubringen. Und mich würde mal interessieren, wann dieses für meinen HTC One M8 erhältlich sein wird. Denn ich würde mein Handy doch gerne etwas schneller aufladen als 2 Stunden. Ja, das war's. Jo. Auch hier danke für deine Frage, dass du angerufen hast.
HTC hat die entsprechenden Smartphones, die eine sogenannte Qualcomm Quick Charge Schnellladetechnik unterstützen. Für diejenigen, die das nicht wissen, Quick Charge kann bis zu 75% schneller den eingebauten Akku aufladen als sonst. Hierfür braucht man ein spezielles Netzladegerät. Und dieses spezielle Netzladegerät, einige Hersteller liefern das mit, wie zum Beispiel Oppo. Mein Find 7 zum Beispiel kann ich innerhalb von 45 Minuten voll komplett aufladen. Und beim HTC ist es theoretisch auch machbar, aber es muss ein abgestimmtes Netzgerät dazu geben. Das Netzgerät gibt es. Es ist aber nicht verfügbar hier in Deutschland, sondern nur in den USA und in Taiwan. Das hatten sie angekündigt gehabt, aber sie haben es nur in den amerikanischen Märkten unter anderem rausgebracht, weil unter anderem dort auch eine andere Spannung herrscht, nämlich 110 Volt. Da haben die Leute es eher nötig als wir mit 230 Volt. Genau, also da dauert das Aufladen, sagen wir so, doppelt so lange. Einmal hatten wir unser Playbook dabei in den USA. Ja. Ganz ehrlich, das Teil, wenn es einmal wirklich durch ist, ne? Es braucht Stunden, bis es mit so einem Powercharger angesprochen wird, damit es wieder anstartet. Und hier in Deutschland dauert das schon so eine Stunde und so. In den USA hat das wirklich einen Tag gedauert, bis das Teil irgendwann angegangen ist. Ja, ich habe es kaputt gegangen. Ja, es ist halt, hängt halt damit zusammen. Also dein Schnellladegerät ist nicht verfügbar hier in Deutschland. Aber ich finde es eigentlich auch ein bisschen schade, dass seit letztes Jahr gibt es alle Flagships können Quick Charge. So etwa seit letztem Jahr. Kein Hersteller kriegt das hin, außer wirklich Oppo, ein Ladegerät wirklich mitzuliefern oder anzubieten. Ne? Also Samsung hat ja auch einen, aber Samsung unterstützt nicht volle Quick-Charge-Technologie. Also Quick-Charge ist verfügbar bis 4,5 Ampere. Und wir haben drei Quick-Charge-Aufladekabel hier, aber keines ist kompatibel mit den Smartphones. Ja. Was Samsung hier mitliefert mit Galaxy Note 4, das geht bis 2 Ampere. Genau. Es dauert aber auch trotzdem etwas. Aber ich glaube, wir machen einen Vergleich mal zwischen Oppo Find 7 mit Quick-Charge 2.0, 4,5 Ampere und Galaxy Note 4 mit 2 Ampere. Und dann sieht man sehr eindeutig, wie schnell ein Find 7 aufgeladen ist. Wieso reibst du gerade den Tisch? Ich bin ein Gestenmensch. Nein, Spaß. Next. Ja, hier ist Finn. Mich würde mal interessieren, wie teuer ist eigentlich so ein Smartphone-Prozessor, also zum Beispiel so ein Snapdragon 805. Also wie teuer ist der, wenn man immer hört, dass er in den besten Geräten verbaut ist, wie viel kostet der eigentlich an sich? Tschüss. Danke für deine Frage. Ich kann dir das nicht sehr genau beantworten, aber ich kenne die Preise ungefähr, was so ein 800er liegt oder wo so ein 801er liegt. Die Preise liegen so zwischen, je nachdem wie groß man bestellt, bei Qualcomm. Die Preise sind nicht offiziell, deswegen findest du gar keine Referenzaussage dazu. Meine Auskunft ist, die Preise sind so, fangen so bei 27 bis 35 US-Dollar an pro Chip. Next? Next. Hey Kamil, hey Samar, meine Frage lautet also, kann man, wenn mein Gerät geroutet hat, kann man dann noch Updates vom Hersteller bekommen und kann man das wieder zurückrouten? Funktioniert dann alles wieder einwandfrei? Und meine zweite Frage wäre noch, bekommt das LG G2 Android L, also Android Lollipop? Ja, das waren meine Fragen, vielen Dank und super Content, Jungs, weiter so. Was? Willst du die beantworten? Achso, ja. Erstmal danke für deine Frage. Und also wenn du ein Gerät geroutet hast, kommt davon, wie du es geroutet hast. Weil meistens ist es so, wenn man es jetzt routet, muss man halt den Bootlogger anlocken. Und wenn man Bootlogger anlockt und dann routet, man kann halt den Root wieder zurücknehmen, wenn man einfach die offizielle, die saubere Version wieder drauf installiert, also die normale Standard-Firmware installiert. Die Sache ist nur, weil der Bootlogger halt entsperrt worden ist, das kann man nachsehen, dass das passiert worden ist. Kann man den Bootloader dann nicht so wieder in den Ursprung zuschauen? Man kann es zumachen, aber der Hersteller oder als Provider oder Servicekraft, ne, der es repariert, der wird es halt sehen, dass der schon mal entsperrt worden ist. Es gibt aber manchmal immer wieder auch Roots, die irgendeine Lücke benutzen, wo man einfach irgend so eine Lücke im System ist, die benutzt wird, um zu routen. Wenn man so geroutet hat, sein Gerät, dann kann man es theoretisch, dann merkt es halt eigentlich niemand. Dass es mal geroutet worden ist, weil man hat eine Lücke genutzt, die wird meistens auch schnell von den Herstellern im nächsten Update gestopft, dann merkt man es halt nicht. Und was du deine Frage war, ob man Updates kriegst,
Meistens kriegst du die Updates schon. Also man kriegt die Updates, aber man kann die eigentlich nie installieren, weil beim Installationsvorgang kommen irgendwelche Fehlermeldungen, dass du nicht wirklich installieren kannst, weil halt irgendwann beim Installieren erkannt wird, oh, da sind irgendwelche Root-Dateien vorhanden, die nicht zum System passen. Dann kommen einfach Fehlermeldungen zustande. Okay. Seine letzte Frage war, oder seine allerletzte Frage, ob denn das G2 auf OS 5.0 Lollipop aktualisiert wird. Und dazu gibt es ein Statement von LG und die sagen, ja, es wird neben dem G3 auch ein Update für das LG G2, das Flaggschiff-Smartphone aus dem Jahr 2013, was uns sehr geschockt hat, was wir sehr gut finden heute noch, wird es geben. Und ich hoffe, wenn sie es auf OS 5.0 Lollipop bringen, dass sie eine bezaubernde Oberfläche zeigen für das Gerät, weil das war das, was mich damals gestört hat. Beim G3? Bei G2. Ja. Deswegen habe ich so gesagt, yay, dass die was Cooles jetzt machen. Verstehst? Ja. Okay, das war's eigentlich auch schon. Ich glaube, wenn Samir nichts mehr zu sagen hat, dann würde ich jetzt gerne aufstehen. Nein, warte. Digga, wir haben morgen keine Uni, weißt du das? Wir haben eine Uni. Gut, okay, wir hauen jetzt ab. Euch wünschen wir eine erfolgreiche Woche. Wenn ihr das jetzt am Sonntag seht, ansonsten wenn ihr es am Montag seht, wünschen wir euch trotzdem eine erfolgreiche Woche. Aber so wünschen wir kein schönes Wochenende? Die gucken das am Sonntag. Ach ja. Lad das gefälligst pünktlich hoch, Alter. Mein Rechner ist kaputt, du machst das. Die beschweren sich. Er ist schuld, dass er so spät. Also aktuell haben wir ein Problem. Samirs Grafikkarte in seinem MacBook Pro Retina ist durchgebrannt. Und ich muss dann eine ganze Arbeit machen und er drückt sich die ganze Zeit. Das finde ich nicht gut. Aber Ersatz ist unterwegs und alles nimmt bald genau Lauf. Sollte ab nächste Woche ganz normalen Ablauf nehmen und dann sollten die Besseres auch pünktlich kommen. Ich muss los jetzt, Alter. Ich weiß. Ich hab Durst. Lass los. Tschüss.